Hallo und herzlich willkommen zurück bei Grausig Malsam durchgehext. The Witcher 3. Jawohl. Wir reiten aus Lindenthal heraus. Um zum Hause der Familie Rückert zu kehren. Wir hatten zuletzt ein Gruftvibe. Erledigt. Ein Hexerauftrag, der dem Level 10 deutlich mehr angemessen war als dieses komische. Nachtserscheinung Gedöns. Da ist eine Straße. Ich will auf der Straße bleiben. Keine Ahnung, was das mit. Ach, das war jetzt die kaputte Brücke. Los, Plätze, du schaffst das. Oh, das wird aber. Da müssen wir aber einen Anlauf nehmen jetzt. Das wird spektakulär jetzt, Leute. Los, Plätze, du schaffst das. Stimmt mich zuversichtlich. Ja. Los, Plätze, du schaffst das. Plätze, spring! Jawohl, Plätze. Los, Plätze, du schaffst das. Oh. Hallo, Peter. Oh, Scheiße. Wir wollten gar nicht stören mehr. Oh Gott, jetzt bin ich hier wieder am Graben. Oh nein. Wieder zurück zum Lindenthal, einmal umgedreht. Oh Gott, ich dachte gerade, das wäre sonst was. Hallo? Was ist eigentlich für ein. Ach, das ist der Friedhof da oben. Also das GPS zeigt. Okay, das GPS hat recht. Das GPS hat recht, ja. Gehen wir hier lang. Ach, hier ist die Höhle. Stopp. Stopp. Stimmt, die Höhle. Höhle. Es tut uns leid, Plötze. Wir müssen abweichen von unserem Plan, aber Höhle ist Höhle. Das ist die, wo Ciri. Den Werwolf getötet hat. Ach krass. Gibt es vielleicht was für uns? Ciri, du hast doch wohl was übrig gelassen hier für deinen. Ja, Pilze hat es übrig gelassen. Pilze. Ach, jetzt sag nicht, dass die nicht ausgegraut wird, wenn man die Pilze nicht alle gesammelt hat. Sammelt einfach die Pilze mal ein bisschen ein. Ja, irgendwas muss doch jetzt sein, oder? Aber nochmal Hexersicht, während du hier Pilze sammelst. Vielleicht hier irgendwo ein Geheimgang, wo man irgendwas kaputt machen kann? Was sind da noch in der Ecke da drin, wo du gerade warst? Naja, wenn würde es ja Hexersicht. Richtig rein. Guck mal, was haben wir denn da? Aha. Roggenschnaps und Everloose. Achso. Das ist ja über uns. Über uns. Geralt! Krieg dich ein. Bub. 100-jähriger Bub. So, jetzt können wir hier noch hoch, ne? Weil Ciri ist ja von oben gekommen. Na, das bist du gerade rausgekommen. Ach so. Reingekommen. Oder? Ach nee, doch nicht. Von drüben bin ich hergekommen, glaube ich. Oder? Von wo bin ich hergekommen? Von der anderen Seite bist du reingekommen. Na gut, aber hier ist jetzt Ciri einfach nur. Das ist der Eingang, durch den Ciri reingekommen ist. Ja. Man kann doch erstmal durchgehen. Ja, da sind wir wieder in dieser Grube, wo Ciri dann halt sich mit dem Wolf. Kann ja auch eigentlich jetzt schlecht noch zur Höhle. Huch! Hallo Bär! Sieht das geil aus! Tschüss, Bär! Bye bye, Bär! Sah das geil aus, wie ein Flamm aufgeht. Gut, aber das kann jetzt ja schlecht noch zur Höhle gehören. Nee, das gehört nicht mehr zur Höhle. Also, ich war anscheinend, ist die Höhle jetzt abgeschlossen? Nee. Aber es hat einen Eingang. Ja gut, aber also FIFA Day hat auch schon ein paar Mal gesagt, dass nicht immer alles ausgegraut wird. Und da er bis jetzt mit allen Tipps, die er uns so gegeben hat, recht hatte. Oder das ist ganz rechts noch. Oder warst du da schon? Ich bin eigentlich in jede Ecke mal reingelatscht, bin ich der Meinung. Was in der Ecke? Okay. Oder ist doch. Nee, doch nicht. Nee, ich glaube. Nee, dann ist doch. Ich meine, es stand ja auch nur da Eingang. Das ist jetzt ja nicht mal irgendwie so eine Questhöhle oder sowas. Ja, oder das ist schöne Höhle, sondern einfach nur Eingang. Also nur zu zeigen, guck mal, hier war Ciri, so nach dem Motto. Ist ja auch richtig so, dass es das in der Welt wirklich gibt und nicht, dass so. Ja, irgendwelche komischen Areale sind. So, Plötze, wir haben Ciri hier nicht gefunden. Schade. Auch keine Spur von ihr, aber wir wissen schon mal, Ciri war hier. So. Wir bewegen uns. Dass der Geralt, weißt du, er findet überall Spuren und keine Ahnung was, aber dass er da in dieser Höhle, wo Ciri da den Wolfstypen platt gemacht hat, dass er da einfach nichts findet, das finde ich auch interessant. Das ist ja für sie auch nicht interessant, weil er weiß, dass sie danach beim blutigen Baron angekommen ist. Und da sind natürlich so viele Spuren, da kann man sagen, na gut. Wo ist denn hier links? Das weiß ich nicht. Guten Tag, ich bin der Geralt. Wer seid ihr? Ihr seid Lurch. Guten Tag. Guten Tag, Lurch. Aha. Wie geht es Ihnen? Und schon ziemlich gut. Das ist ein kleines, nettes Dörfchen. Haben Sie. Sie haben keinen Anschlag drin, glaube ich.
Naja, oder irgendwas. Ich will einmal durchreiten, um zu gucken, ob sie irgendwas haben. Haben sie irgendwas? Sie müssen bestimmt Einbrecher sicher gemacht werden. Kann ich mir vorstellen. Ja, hab ich gerade gar nicht so große Motivation zu, muss ich sagen. Na, dann mach's nicht. Dann geh doch weiter zur Familie Rücker. Wir können das Dolphin ja später einbruchsicher machen. Ich hatte jetzt gehofft, dass irgendwann mal die Markierung kommt, aber irgendwie. Vielleicht gibt's hier keine Markierung. Go, go. Gibt's zu allem eine Markierung. Letzte! Ach. Gut, wir reiten hier wieder aus dem Dorf. Tschüss, Dorf. Tschüss, Plätze. Come on. Come on. Come on, come on, come on. Da zwitschern die Vögelchen. Ist das nicht herrlich? Ach, idyllisch. Ja. Immer schön auf dem Weg bleiben. Wir wollen ja nicht, dass wir eine Nebenquest vorbeireiten. In. Was war das denn gerade? Hallo? Verzeihen Sie? Da tötet irgendwer gerade die Wölfe, Hunde, irgendwie so? Oder was? Nee, oder hin? Wölfe haben Reger. Was ist das? Was ist das? Oh mein Gott! Würde sein, das ist ein Monsterauftrag. Adieu. Was war das? Was war das für ein komisches Wesen? Also das war so ein Viech, was sie mal im Trailer gezeigt hat. Das war das erste Monster. In das sie mal einen Kampf gezeigt haben und Journalisten gesagt haben, ja, war ganz nett, war nur ein bisschen doof, dass der 45 Minuten ging der Kampf. No. Frau Erscheinung. Wollen Sie nicht zu uns kommen? Was halten Sie von dieser Falle? Finden Sie gut, habe ich mir gedacht. Ja. Hab ich mir gedacht, dass also, das ganz gut. Das ist das Anwesen der Frau und das Anwesen ist voller Geister. Und davor steht ein fucking Hörner-Typ. Und die will hier wohnen. Guten Tag. Hallo. Wir suchen die Monster, die sterben wollen. Sie sind das, das ist ja interessant. Oh. Da ist er weg. So, jede Menge Gold in Staubform. Da ist erst noch hier. Erstmal beseitigen hier. Zwei sogar noch. Zack, zack, zack. Wir müssen auch nur einmal drin gestanden haben, ne? Danach sind sie erstmal eine Weile ja, zu sehen sozusagen. Der Fall des Hauses Rücker. Kürze du los zurück. Ach, das war's. Ach, das schon. War's schon. Na, du naja, wir müssen ja auch unsere Belohnung abholen. Also da müssen wir jetzt schon mal hier alles durchstöbern. Natürlich. Wir müssen alles, weil wenn die alte Dame hier alleine wohnen möchte. Ach, ist das schon unser robuster Scheunenschlüssel? Okay, müssen wir anscheinend zur Scheune. Und hier ist es drin selber gar nichts. Okay. Ja, noch aufsammeln hier natürlich die zwei Häufchen. Damen. Die wollen wir natürlich nicht allein hier rumliegen lassen. Ne, das wollen wir natürlich. So, wir arbeiten uns mal vom Eingang vor. Hier ist die Scheune, so wie es aussieht. Jupp. Was? Weg. Auf! Bon. So, oh. Also, einbruchsicher machen. Wenn die alte Dame hier ganz alleine leben will. Die will alleine auf diesem riesigen Grundstück leben? Ja, ist doch schön, wenn ein Haus dreckig ist, dann geht sie einfach ins nächste. Warum putzen? Aber irgendwann hat sie keine Häuser mehr, die sauber sind. Bis dahin hat sie bestimmt genug gespart. Um sich Neues zu bauen. Oder um sich eine Putzfrau zu buchen. Einmal im Jahr. Einmal im Jahr putzen. So, dann haben wir noch eine Leiter. Wenn Geralt denn... Ja. Interessanter Sprung. So, dann haben wir noch eine Leiter. Haben wir hier sonst noch was? Nee, und nicht. Dann Leiter. Vielleicht baut sie eine Pferdezucht auf. Guten Tag. Vielleicht ist ja die Pferdeflüsterin. Möglich. So, sehr viele leere... Pakete. Du hast eins übersehen. Habe ich. Ja. Doof. Gehst du nicht noch zurück und holst? Rechts. Da, das leuchtet. Ah, jetzt leuchtet es nicht mehr. Spring einfach runter. Oh mein Gott. Ah, das war der Beinbruch. Nö, nö, das war der Bein, war schon richtig. Das war der Bein. Du Bäumern. Kopf voraus. Jetzt gefällt mir, wenn die Tür abgeschlossen wäre. So, dann die rechte Hütte da. Wie geht es Ihnen, Frau Hütte? Ging schon mal besser, aber danke der Nachfrage. Oh. Tja, das... Es hat nicht zu unserer Jobbeschreibung gehört, tote Tiere zu beseitigen. Nee, das macht sie denn alleine. So, da ist die rote Tür, das ist also die... Das ist die Scheune? Okay. Na dann, geh da rein. Sesam öffnet. Anzünden. Jetzt muss ich es einarten, obwohl ich einen Schlüssel habe. Keine Ahnung, mach einfach.
Puff! Ich glaube vielmehr, dass das hier ihr Hauptanwesen ist, oder? Weil sie ja gesagt hat. Das kann auch sein. Mal gucken. Die Wunder Sirikaniens haben bereits. Gnomische Scherze. Oh, das kennen wir noch nicht. Tago von Dolores Rücker. Ein Tag. Da gucken wir mal, was sich da denn gleich drin steht. So. Was über. Okay, da ist noch ein Päckchen und dann geht's nach oben noch. Amtüststaub. So, einmal hinauf. Okay. Ach, man hätte es auch anstatt die Tür kaputt zu machen, wahrscheinlich von hier kaum reinkommen können. Ja. Aber irgendwie fehlt ja noch was, weil wir haben noch nicht das Ding gefunden, Map. Was sie uns versprochen hat. Das müsste ja eigentlich ihr Hauptanwesen sein. Das müsste da drin sein, ja. Nochmal reingehen, nochmal gucken. Also entweder das da oder das, die, nee, die Scheune war ja... Nee, das ist die Scheune. Da rechts, geht doch da nochmal rein. Guck mal, da geht's nach oben auch noch und so. Was? Guten Tag. So, hallo. Was haben wir denn hier noch schön? Schöpfkeller. Warum nicht? Wo ist ihr Spartes? Ein Hexe, Was ist das denn? Ein Bild. Hallo? Look like twins. Old woman's brother. Must be. Okay. Interessant. Haben wir da jetzt mal gemacht? Anzünden. Look like twins. Old woman's brother. Must be. Zünde das an. Look like twins. Old woman's brother. Ja, Regal ist gut. Must haben be. Wir jetzt. Haben wir verstanden. Ich glaube, es sind Zwillinge. Meinst du? Ja, ich weiß auch nicht, wie ich drauf komme. Ich bin mir da noch nicht so ganz sicher. Ich spreche lieber das Bild nochmal. Was haben wir da? So. Kandelaber. Den man natürlich in einen kleinen Eimer tut. Natürlich. Warum auch nicht? Okay. Stimmt, es ist irgendwo eine Geheimtür, die man finden muss. Ja, das hatte ich jetzt ja gerade vermutet, deswegen habe ich ja die Kerze da. Aber es gibt ja hier noch einen Eingang rein. Ich war ja vorhin nur einmal kurz nuken. So. Nochmal richtig rein. War doch in der Scheune? Also hier ganz ist hier irgendwo eine Klappe irgendwie, eine Bodenklappe? Außen eine Leiter oder so ist auch nicht, ne? Ach, das habe ich die Markierung. Ja, das ist so ein bisschen, man muss immer an einem ganz bestimmten Punkt im Ort sein, damit ja. Der Wegweiser, ne. Mach nochmal Hexeransichten, geh nochmal am Haus entlang. Vielleicht sieht der Geralt ja irgendwas, was wir nicht sehen. Scheint aber nicht so zu sein. Dann nochmal zur Scheune? Irgendwo ist halt diese. Also er hat ja gesagt, eine Truhe in ihrem Anwesen. Hat sie gesagt, was da drin sein soll? Nee, ne? Na, Geld. Ja, Erspartes. Das haben wir noch nicht gefunden, das Ersparte. Scheune ist ja nicht ihr Anwesen. Weil wir haben halt natürlich. Ja. Warte, geh mal runter. Was ist denn das da hinten? Sieht aus, als ob man das kaputt machen kann. Oder auch nicht. Ne, guck mal, da waren wir noch nicht. Kannst von außen nochmal rein. Und nochmal raus und dann. Nein, du kannst keine Kisten kaputt machen. Nein! Haha. Scheiß Spiel, 2 out of 10. Ja, ich mal. Will not play. Will not bang. hier irgendwas? Guck mal, das sieht so kaputt machbar aus. Ich glaube, hier wird es wahrscheinlich sogar einen Eingang geben, einfach, oder? Wahrscheinlich. Aha. So. Hier ist also. Sehr gut. No one's been here in a long time. Aha, was haben wir denn hier schön? Now we're talking. Armbrust und 9 Floren. Das war noch nicht ihr Erspartes, hoffentlich. Rat. Was haben wir denn hier noch schön mit jetzt alles? Zwerge und Jobs. Zwerge. Oh! Uiuiui. Nehmt mein Erspartes aus dieser einen Truhe. Ja, Ma'am, wir haben ihr Erspartes leider nicht gefunden, deswegen haben wir einfach alles andere genommen. Du gehst das völlig falsch an. Die Ausrede ist natürlich, die Wahrheit ist natürlich, ja, Ma'am, also wir haben natürlich nur das Ersparte genommen. Wir haben allerdings festgestellt, dass anscheinend nicht nur Monster, sondern auch Banditen alles mitgenommen haben, was nicht nied- und nagelfest war. Tja. Da konnten wir auch nichts für. Das ist, hätten sie mal uns früher engagiert, dann hätten wir Haus Banditen sicher gemacht. Ja. Da war so ein komischer, gehörnter Freak. Ich hab das Gefühl, der hat was damit zu tun. Genau. Ich hab gehört, eine. Vielleicht war es auch ein Kerl namens Geronimo oder Geronima. Ja. Gut, geh halt. Da, oh Gott, das ist gerade neben, verdammt. X. Komm schon. Ein Stück weiter. Ja, da hast du es. So, und jetzt achte die Mauer weg. Strange. Wall looks like it was put up later than the others.
Na dann. Ich hätte ihm Stein auf den Kopf. Au. Skeleton in the closet. Huch. Happens in the best families. Aha. Aha. Hat die ihren Bruder umgebracht? Keine Ahnung. Wir müssen ihr Tagebuch auch gleich. Na so. Noch lesen. Untersuchen. Interagieren. Couple of pages missing. Lesepapiere. The page is missing from the journal. And thus I die in darkness of hunger and thirst. God's have mercy. A man. Okay. In his 30s, 40s maybe. Wurde hier lebendig eingemauert und sind hier langsam verhungert. Ja, offenbar. Das ist ja fies. Ne? Lesen wir erstmal die Sachen. Wie ist sie da rausgekommen denn? Das war ja aus ihrem Tagebuch, hat er gesagt. Tagebuch von Dolores Rücker. 3. Fejani. Die heißen Sommertage sind dieses Jahr früher als gewöhnlich gekommen. Humbert ist unerträglich. Er wird wütend, wenn ich die Milchmädchen zum Fluss begleite. Er sagt, ich dürfe mich nicht mit den Bediensteten anfreunden. Aber was ihn wirklich verärgert ist, wenn ich mit Jan und Fred spreche. Er behauptet, dass eine Dame von gutem Stand sich nicht mit Männern von niedrigem Stand abgeben soll. Dies würde seine rechtmäßige Autorität ihm gegenüber untergraben. So ein Idiot. Vielleicht wird er erträglicher, wenn die Sommerhitze vorbei ist. 20. Fejani. Die Langeweile macht mir immer mehr zu schaffen. Ich liebe meinen Bruder und ich bin froh, dass wir das Anwesen nach dem Tod unserer Eltern nicht verkauft haben. Aber manchmal träume ich davon, wie es wäre, woanders zu leben, mit anderen Leuten. 43. Fianin. Wir haben einen Gast, er ist der Sohn eines Grafen, irgendwo in der Nähe von Gors Velen. Eine Jagd brachte ihn in unser Gebiet und er bat um Unterkunft. Oh, was für eine Freude. Endlich passiert was. Eine wilde Jagd. 15. Lammas. Die Zeit ist gekommen, es zuzugeben. Ich liebe Roderick und ich habe das Gefühl, dass er mich auch liebt. Hoffentlich freut sich Humbert darüber. 18. Lammas. Ich habe Humbert von Roderick und mir erzählt. Er wurde sehr wütend. Er sagt, dass diese Partie stünde außer Frage. Vielleicht kann ich ihn vom Gegenteil überzeugen. 21. Lammas. Humbert bleibt unerbittlich, aber ich werde die Liebe meines Lebens wegen ihm nicht aufgeben. Er hat keine andere Wahl. Ich werde mit Roderick fortlaufen. Ich möchte mal anmerken, dass wir bei einem Monster Zitat gelesen haben, ein Hoch auf Ritter Roderick, der beim Kampf gegen dieses und jenes Monster gestorben ist. Das glaubst du, derselbe Name? Ich glaube nicht, dass es diese Person ist. Er war ein Jäger. Okay. Ja. Lola Pira steht hier. Und so ist Zeit für mich zum Sterben gekommen. Vor Hunger in der Dunkelheit, alleine in meinem eigenen Haus, während meine Bediensteten eine frische Ernte einbringen, direkt hinter diesen Mauern. Mein Rufen ist vergebens, aus diesem steinernen Grab. Aus dieser Gruft, in dem mich Roderick gesperrt hat, dringt kein Laut nach draußen. Doch das ist nicht das Schlimmste, was er mir angetan hat. Er hat mir meine Dolores gestohlen. Deshalb verfluche ich ihn. Roderick von Gors Velen soll er tausendmal verflucht sein. Nicht, weil er mir mein Leben genommen hat, sondern weil er mir diejenige genommen hat, die mein Leben eine Bedeutung verliehen hat. Sollte jemand jemals meine Überreste und diesen Brief finden, so möge er bitte meine Schwester Dolores Rücke aufsuchen und ihr die Wahrheit sagen, dass ich von dem Mann getötet wurde, der sie verführt hat. Von dem Mann, um dessen Willen sie mich verlassen hat. Von dem Verbrecher Roderick von Gors Velen. Er schlug mich von hinten nieder, schleifte mich hinein, mauerte mich ein, als ich ohnmächtig war. Er hatte nicht einmal den Mut, mir die Kehle durchzuschneiden. Trotz allem hoffe ich, dass er sie glücklich macht. Und wenn dem wirklich so ist, kann ich in Frieden ruhen. Wenn er sie aber enttäuscht, wird ihm mein Geist bis ans Ende seines erbärmlichen Lebens verfolgen und er wird so wie ich sterben. Allein. Von allen verlassen. Ja, und der. Weiter, von noch was? Das da. Komische Scherze. Ne, liest du. Kratzt den Schmalz aus einem Hundeohr, trinkt Baumwollzwirn damit, steckt den Zwirn in Lappen von grünlicher Färbung und stellt diese mitten einer erwartungsvollen Meute auf. Sie schwören, dass sie einen Hundekopf sieht und dies keine Zauberei ist, sondern gute Kunde. Hä? Der Hochzeit des Prinzen von Elanda versteckt sich ein schäbiger Gnom mit einem kleinen Entermesser bewaffnet eine Torte. Gerade als sich die Gäste am Festbankett gütlich tun wollen, hüpft der Gnom aus der Torte und jagt die Umstehenden einen höllischen Schrecken ein, der sich jedoch alsbald in Belustigung verwandelte, der Mann des Scherzes gewahr wurde. So. Ein Zionid. Naja, es sind Scherze. Ja, aber ich dachte halt, das wären jetzt wirklich Witze drin und nicht, dass Beschreibungen von irgendwelchen Scherzen drin wären. Ein Zunicephalus oder Hundekopf, wie wir in unserer Sprache sagen, eine Bestie aus Ebenen von Sangueba, hat den Körper eines Menschen, aber den Kopf eines Hundes. Der Prinz von Elanda erhielt ein ebensolches Exemplar aus jenen fernen Landen. Der Zionicephalus muss einmal die Stunde Wasser lassen, Tag und Nacht, weshalb die
Sanguibara sein Ebenbild auf Uhren und Kompasse gravieren. Das war nicht mal ein Streich. Ja, irgendwie komische Gnome. Ja, also, müssen wir der Dolores sagen, dass ihr Mann ihren Bruder umgebracht hat. Ja, gerade wahrscheinlich haben wir die Wahl, ob wir das tun wollen, aber ich sage, natürlich. Natürlich tun wir das. Und ihr Mann ist ja tot. Also, ja, also gut möglich, dass er sein Versprechen wahrgemacht hat und ihn bis ans Lebensende verfolgt hat. Jetzt müssen wir nochmal an dem fiesen Viech vorbei. Halt, wir haben immer noch nicht die Truhe gefunden. Ja, aber das war doch jetzt... Nein, wir haben noch nicht das Ersparte gefunden. Aber wir waren überall. Geh nochmal nach unten. Vielleicht ist ja doch irgendwas. Ich bin gerade nochmal durch das ganze Ding mit Hexersinn durchgelaufen. Irgendwo muss noch was sein. Ja, oder es war halt ein bisschen doof formuliert. Ich meine, wir haben jetzt 50 Truhen von ihr gefunden. Nee, aber sie hat wirklich gesagt, nehmt die Truhe mit Ersparten. Wir haben auch einen Schlüssel bekommen für die Truhe. Also irgendwo muss die Truhe ja sein. Also ich glaube, hier unten wird es wahrscheinlich nicht sein, weil den geheimen Eingang wollte sie wahrscheinlich eher... Ja, da liegt er rum. Müssen wir nochmal den... Irgendwo, vielleicht doch nochmal hier über uns, weil ich glaube, das Gebäude ist ja doch anscheinend größer, als wir dachten. Ne, okay, hier ah, ist... falsch. Hier ist nichts. Aber irgendwo ist nochmal bestimmt eine Truhe mit Ersparten. Sonst würden sie ja, sie ja nicht gut, so aus, ausdrücklich schreiben. Wir können ja nochmal hier lang, aber im Inneren des Gebäudes waren wir hier. Ja. Geh da nochmal rein. Ach, da war noch nicht drin, siehst du? Ha, ah, aufgeschlossen. So. Somebody lived here once. Guck mal da. Was ist denn da Rotes an der Wand? Ja, ich bin erstmal hier wie immer. Hier hat jemand gewohnt? Wie, das soll jetzt ihre Wohnung sein? Was? Okay. Was steht da? Dolores. Dolores. Und da können wir untersuchen. Something here. A chest. Aha, interessant, wie die Truhe so ganz langsam rausgeschlittert kommt. Wir sind ein Hexer, das lässt sich alles erklären. 100 Floren. Na gut, das... Ich gebe dir recht. Das hat sich gelohnt. Jetzt müssen wir plötzlich nochmal an dem fiesen Viech vorbei. Plötze läuft natürlich wieder... Plötze, ruf nochmal. Hallo Plötze. Da. So, dann gehen wir auch schnell zu Dolores. Irgendwo in diesen Bäumen ist Plötze. So. Vielleicht ist Plötze auch der Baum. Oder die Bäume. Plötze ist der Wald. Plötze ist alles. Oh Gott. Tschüssi. Wenn du mit dem direkten... Oh Gott, hier ist alles tot. Was so. War das für ein Viech, ey? Das sah so mies aus. Das ist krass, dass einfach so mittendrin irgendwelche Bestien herumstehen. Die halt noch mal ganz schön tödlich sein können. Ja, so ist das. Stehen die da einfach so rum. Komm, beeil dich, aber noch schnell mit Dolores reden. Ja, Plötze hatte gerade keine Ausdauer mehr. Musste ihm die Gelegenheit geben, diese zu regenerieren. Ach, pff. Quatsch. Huch, neue Markierung verlassene Städte. Sehr gut. Interessant. Wollen wir nachher. Erstmal zurück zum Lindental. Aber Plötze, das wird alles schrecklich. Enden. Ah ne, hier geht's ja flach runter. Nee, da geht's ja flach runter. Hallo Eingang. Hallo Eingang, tschüss Eingang. Hier drunter hat also der Wolfskönig mal gelebt. Also Ciri. Nun gut, Plätze. Die Dorfbewohner vom Lindental vor einem grässlichen Werwolf gerettet. Ja. Gute Ciri, aber das sind auch die Dorfbewohner, die dann das Mädchen auf den süßen Pfad geschickt haben. Slower. Stimmt allerdings. Ach, du läufst jetzt. Geht schneller. Na, weil Plätze da rum zu manövrieren wäre, glaube ich. Ja, ja. Hier kommen. Dolores! 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 Aha, ihr habt also doch Händler und ein Schlagbrett. Aber das Schlagbrett haben wir schon. Eine andere Stadt. Nee, nicht Mädchen, Mädchen. Nicht Mädchen. Wir wollen mit Dolores reden. Dolores. Dolores. Dolores! So. You've returned. What's become of my shield? Das steht noch. Ist ein bisschen verfallen, aber. Mensch. It's safe now. Got some hard news too, though. Found your brother's corpse bricked up in a wall. And this. Hätten wir uns nicht genau umgeguckt, hätten wir das jetzt nicht gehabt. So, Roderick, my husband, he killed him. Gods. Sorry. The truth can be cruel, but one can't turn back time. And perchance, did you find my chest? Ja. With my treasures? Yeah, pretty generous as rewards go. You've earned every last bit. Time I was on my way. God's guide you. Danke, Dolores. Dankeschön, Dolores.
Nee. Lebe wohl, Dolores. Lebe wohl. Ist eigentlich der Wirt hier irgendwie, wo man reden kann? Nee, da hinten, was tun sie dort? Ich glaube, er kotzt. Hat er gerade gekotzt? Ja, er kotzt. Gut. Ein Mann des Barons, sympathisch wie immer. Ja, die Männer des Barons sind alle sympathisch. Gut, aber ich würde sagen, das war ein guter Erfolg für diese Folge. Ja, haben alles gefunden, haben Dolores geholfen. Und beim nächsten Mal, jetzt haben wir gar keine Aufträge mehr gerade in der Nähe, ne? Glaube ich. Aber jetzt können wir dann mal uns endlich der Hauptquest recht zuwenden. Stimmt. Wir sind ja gerade an dem Sumpf, in dem wir müssen. Und das Ahnenfest haben wir ja auch noch hier irgendwo im Sumpf. Stimmt. Das Ahnenfest war ja noch. Genau, ja. Dann kann man sich noch hier ein bisschen umgucken, Fragezeichen lösen und so weiter. Guck mal, momentan nur 19 Fragezeichen überall. Können wir überlegen, ob und wir das da noch ist mal... ein Anschlag. Da müssen wir wahrscheinlich eh hin. Ja. Ist nicht da sogar weiter noch im Süden mit einem Sumpf, das mit dem Ahnenfest? Also müssen kann so sein, dass es noch weiter unten war. Wir müssen so oder so da lang. Würde ich sagen, wir beamen in der Pause mal wieder zum Anwesen. Dann sind wir direkt da. Ja, wir können auch da hier noch die Fragezeichen mitnehmen. Ja, aber dann haben wir sie gleich alle. Ob wir jetzt von oben runterlaufen oder von unten hoch, ist ziemlich egal. Ja, ist nicht ganz. Machen wir gleich. Egal. Jedenfalls, bis zum nächsten Mal. Euer The Ramen. Und euer Gauton. Ciao.